Im Freibad oder am Badesee sieht man jetzt kaum noch Leute ohne Tätowierung. Wir wollten wissen, was halten eigentlich die Nürnberger davon? Ja, ist eine Ansichtssache, bin ich der Meinung. Also es gibt viele, bei denen sieht es in meinen Augen hässlich aus oder die haben sich das nicht wohl überlegt. Aber prinzipiell denke ich, ist sie in seiner Entscheidung. Ich finde Tätowierungen an sich okay, wenn es einem selber was bringt oder man es schön findet, kann man es machen, von mir aus. Ich habe selber auch eins, aber ich würde es keinem auferlegen, dass es haben muss. Also Tätowierung ist ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Also das muss aber jeder ganz frei für sich entscheiden, ob er das machen lassen möchte. Also ich finde es eher dann, gerade wenn man dann älter wird, schaut es dann nicht mehr so schön aus. Also ja, wie gesagt, jeder muss das für sich entscheiden. Also ich persönlich bin kein Freund von Tätowierungen. Ich brauche es nicht. Denke auch, dass es einfach in jungen Jahren schön ist, aber im Alter nicht unbedingt attraktiv. Also ich bin dagegen, weil es mir einfach nicht gefällt. Wie wir alle wissen, ist eine gesunde Ernährung für uns alle ganz besonders wichtig. Und wir sind heute in Schnepfenreuth beim Biogemüsebau Hofmann, der uns erklären wird, was er für eine tolle Möglichkeit für uns hat, unser Gemüse ganz besonders frisch und biologisch selber anzubauen. Herr Hofmann, Sie führen diesen Betrieb in alter Familientradition. Seit diesem Jahr bieten Sie an, dass man hier ein Stück Acker mieten kann und da selber Gemüse drauf anbauen. Was ist denn da die Idee, die da dahinter steckt? Eigentlich bietet sich das bei uns an, weil wir in Städtedreieck Nürnberg vor der Lange liegen und eigentlich vor den Toren Nürnbergs. Und für die Leute, die wo eigentlich keinen Garten dabei haben, ist sowas, denke ich mal, optimal. 50 Quadratmeter, wo man sich ein Jahr übermieten kann und sein eigenes Gemüse drauf anpflanzen kann. Wenn man sich denn jetzt da so ein Stück Acker mieten möchte und da drauf anbauen, wie funktioniert das dann? Womit muss ich rechnen? Was muss ich mich kümmern? Was habe ich zu tun? Was machen Sie? Investitionskosten haben wir im Jahr 150 Euro für 50 Quadratmeter. Man kommt dazu das Wasser und die erste Pflanzung. Das sind so ca. 30 Pflanzen verschiedener Kulturart, Salate, Blumenkohl, Kohlrabi und etwas Saatgut dazu. Die kann man dann selber auspflanzen. Das Feld wird für uns vorbereitet. Man muss es gießen selber. Man muss sich eigentlich um den Acker, um alles kümmern. Man muss es hacken. Man muss in der Woche so ungefähr 2 bis 3 Stunden Minimum einrechnen zur Pflege und einfach zum Pflanzen und natürlich zum Ernten. Das ist, was eigentlich das Wichtigste da dabei ist. So, und wer jetzt Lust hat, selber sein Gemüse anzubauen und seine Sonntage auf einem Acker zu verbringen und körbeweise frisches Gemüse nach Hause zu schaffen, der soll sich doch einfach jederzeit, vielleicht auch am besten jetzt schon melden, bei Herrn Hofmann und sein Stück Acker für sich selber mieten. Wie oft zermartert man sich den Kopf, was man seinen Liebsten schenken soll? Egal ob jetzt Geburtstag oder Feiertage. Da gibt es eine Internetseite, die hat eigentlich immer sehr, sehr nette Geschenke und Ideen. Und zwar davanda.com. Auf dieser Internetseite findet man Unikate von Künstlern selbst angefertigt. Da gibt es eigentlich alles von Mode über Schmuck, Täschchen, alles, was selbst geschneidert oder gebastelt wird. Und wer sich dann selber kreativ betätigen will, findet hier unter Material auch noch schöne Stoffe und Perlen und Borten und alles, was man braucht, um auch selbst ein bisschen kreativ zu sein.